Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ride 2. Wir sind einmal in Italien. Wir machen mal wieder ein Ausdauerrennen. Und wir rennen erstmal zu unserem Motorrad hin, das irgendwie von Geistern dasteht. Irgendwie haben wir keinen Seitenständer, keinen Hauptständer. Und plötzlich geht's irgendwie los. Okay, nun gut. So, oh, wir sind diesmal sogar Platz Nummer 7. Immer noch Autopilot, jetzt nicht mehr. So, einmal... Oh, nicht hinfliegen, bitte, danke. Okay. So, jetzt sind wir ein bisschen reingekommen. Wir haben uns eingeordnet. Bei Platz Nummer 5. Wir haben also nochmal 2 gut gemacht. Das sieht ja ganz gut aus. Oh, das sieht aber nicht so gut aus, wie wir gerade hier reingefahren sind. Hat aber an der Positionierung eigentlich gar nichts gemacht. Oh, jetzt bin ich mal gespannt mit der Maschine hier. Weil hier immer so ein kleines Problemfeld kommt, weil hier meistens das Hinterrad so ein bisschen hochgeht. Ja, okay, ich habe es halt mit Absicht ein bisschen früher gebremst, dann ist es nicht ganz so extrem. Also, guck mal, wie der sich reinlegt. Mega viel. Ist bei mir auch so viel? Oh, scheiße, jetzt hat es den hingehauen. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt überholen mich natürlich alle. Aber egal, wir haben ja noch hier einiges Zeit. Einige Runden. Da würde ich mal sagen, da müsste noch viel gehen. Deshalb schauen wir mal, dass wir uns wieder langsam nach vorne arbeiten. Ah, da guck mal, wie der hier rumspringt. Mit dem Hinterreifen. Oh. Ganz knapp noch hier. Ganz kurz hat es was blockiert. So, was haben wir hier für eine Strecke? Wir haben hier die einfachere Variante. Ah, nee, doch nicht. Verdammt. Hab schon gedacht. Aber leider hat es nicht so geklappt. So, Achtung. Es war ein bisschen knapp hier. Aber alles ist noch gut gegangen. So, wir sind wieder Platz Nummer 4. Haben aber jetzt mal einen leichten Abstand. Oh, der war auch... der war eigentlich schon auch knapp hier. Keine Strafzeit bekommen. Okay. So, ja, wir arbeiten uns langsam ran. So, das war... Das war sehr knapp. Wollte schon sagen, ein bisschen zu viel Gas gegeben, aber Millimeter genau hat das gepasst noch. Guck, eben hier. Ah, eigentlich wollte ich ja nicht zurückspulen, gell? Aus dem Reflex raus. Wir haben hier ein bisschen zu spät gebremst. Ich versuche ab jetzt nicht mehr so viel zurückzuspulen. Aber das Gute hier ist eigentlich, wenn man hier ein bisschen rausfährt. Ja, man muss halt schauen, dass es einen nicht hinhaut. Aber man kann ein bisschen rausfahren. Ist nicht ganz so schlimm. Keine Wiese oder so. Kein Sand. Sondern so ein bisschen asphaltiert noch. Deshalb wäre es da gar nicht so schlimm, wenn wir da einen größeren Bogen machen. Abkürzen oder so. Strafzeit sollte ja da auch nichts sein. Nur hier vielleicht so ein bisschen. Ah, hier sind wir wieder schön rangekommen. Aber überholt leider noch nicht. Müssen wir mal schauen. So, hier in der Kurve, ich weiß nicht, habe ich auch immer so ein bisschen Schiss, weil... Oh, sorry, wir spulen mal kurz zurück. In der einen Kurve habe ich schon ein bisschen Schiss, weil das immer so aussieht, als es wird, dass es nicht ausreicht. Dann ist schon mal die Frage, beziehungsweise, dass ich noch mehr bremse, aber dann halt irgendwie wegrutsche oder so. Aber irgendwie geht es dann immer so kurz vor knapp. Gehen die roten Pfeile weg. Ist jetzt schon wieder hingeflogen. Leute, jetzt tue ich aber nicht zurückspulen, weil das war jetzt absolut nicht mein Fehler. Das eine meine Kurve, okay, da bin ich ein bisschen blöd in ihn reingefahren. Das zweite Mal war jetzt aber jetzt nicht unbedingt so, dass ich in ihn rein bin. Deshalb lasse ich das jetzt hier auch. Mir egal, nö. Lass ich mal. Absolut kein Problem damit. Eigentlich ist, glaube ich, eher ein bisschen in mich reingefahren und... In Luft auflösen kann ich mich halt leider auch nicht. So, Zwischenzeit ein bisschen, ja,
schlechter, aber wir gehen jetzt ja hier auch nicht auf irgendeine Zeit, sondern eigentlich auf die Platzierung. So, jetzt kommt wieder hier der Part. Er steht in der dritten Runde. Eigentlich wären wir jetzt in der letzten Runde. Guck hier, das meine ich. Hier kann man ein bisschen weiter... Autsch. Okay. Nicht unter Kontrolle. Wow. Kommt da so angeflogen. Alter Falter. Nein, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Ja, das war ein bisschen geil. Also, wir sind drauf geblieben. Ich habe schon gedacht, wo wir dann wieder auf der Strecke zurück waren, wo ich so rumgeschwungen bin. Nein. Ganz ruhig. Da war das so, habe ich gedacht, okay, jetzt haust du mich schon hin. Aber dann hatte ich halt absolut keine Chance, mir irgendwie zu lenken und bin halt voll in die Bande rein. Das war halt natürlich ein bisschen mies. Alter, Platz 10. Oha, okay. Haben wir da was zu tun? Ich wollte schon sagen, hier in einem normalen Rennen wäre das jetzt die letzte Runde gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder ob mich mein kleiner Ausritt in die Bande unterbrochen hat. Ja, okay. Haben wir noch ein bisschen was zu tun? Zum Glück haben wir auch ein bisschen längeres Rennen. Ah, ich war schon Platz 2, gell? 2 waren wir. War, glaube ich, auf die Jagd auf Platz 1 war das, glaube ich mal. Nun gut. So, meine Freunde. Oh, weiß. Ist mir jetzt auch egal. Wenn ich richtig fahren kann, den hat es hingehauen, so wie es aussieht. Da der eine Bollen, der fällt ganz weit zurück. Manchmal fahren sie so bescheuert. Weißt du, manchmal denke ich mir auch so, ich fahre ja selber auch total anders. Also nicht nach der Ideallinie. Wie wir manchmal an und die Leute in die Quere kommen. Manchmal schon sehr interessant. Alter, und jetzt habe ich schon eine Runde vorbei. Hier hat es mich ja hingehauen. Hier hat mich einen schönen Drift hinlegen. Und ich habe nur einen Platz gut gemacht. Leute, wir müssen uns mal so langsam ein bisschen anstrengen hier. So, oh ja, hier kommt eine Kurve. Zwei Leute. Haut's den hin? Nee. Ein bisschen berührt habe ich ihn. War aber auch nicht beabsichtigt. Ja, okay, hier haben wir auch noch voll viel Zeit verloren. Also sind wir in der letzten Runde ja auch ganz blöd gefahren. Ein bisschen zu spät gebremst. War da der Fehler. Was war das gerade? Sorry. Ich glaube, mein Bike hat irgendwie einen Schaden mitgenommen. Oder ich. Der Schaden hat nicht das Bike, sondern der Fahrer. So, oh, hier haben wir auch schon durch. Guck mal, jetzt hier, Platz 5. Bam! Ist aber. Gerade eben noch gesagt, eine Runde, ein Platz. Nächste Runde. Oh, Junge! Das gibt's doch nicht. Ja. Das gibt's doch nicht, Kollege. Weißt du, wie sollen wir da Ideallinie fahren, wenn die so bescheuert hier manchmal im Weg rumfahren? Gibt's doch gar nicht. Ich weiß, das Zurückspulen war jetzt auch so ein bisschen der Vorteil für mich. Aber im Grunde genommen, weißt du, ich hätte... Was geht bei denen jetzt ab? Jetzt chillst du mal eine Runde hier. Gibt's doch gar nicht. Ich hätte die Kurve easy geschafft, wenn er nicht da gewesen wäre. Also es war ja... Ja, eigentlich kein richtiger Fehler von mir. Nur war er so ganz blöd da und hat so mega blöd abgebremst, dass ich voll in ihn hinten rein bin. Deshalb, ja, war's... Ja, ein bisschen Vorteil für mich auch mit dem Zurückspulen, aber eigentlich... Eigentlich habe ich ihm damit auch noch einen Gefallen getan. So, Alter, jetzt haben wir hier schon wieder einen Abstand. Das war das letzte Mal, wo wir, glaube ich, in Runde 2 oder so waren, war das doch auch so, dass hier die ersten drei so ein bisschen Abstand hatten. Das müssen wir erstmal aufholen und dann noch überholen, aber wir haben ja noch ein paar Runden. Bloß keine Panik, lieber Fuzzi. Also guck mal, wir haben sogar Zwischenzeit fast eine Sekunde aufgeholt. Im ersten Abschnitt hatten wir, glaube ich, eine halbe Sekunde im Rückstand. Und jetzt sind wir fast bei einer Sekunde. Oh, das war knapp. Oh, vor allem auch hier über die Huppelrubbel ein bisschen gesprungen und in der Luft ein bisschen schräg gekommen. Deshalb war das noch umso knapper eigentlich.
So, meine Freunde, ja. Alter, wie mies. Das spule ich jetzt zurück. Das war schon ein bisschen mies, weil er voll noch hier reinzieht. Jetzt habe ich ein bisschen... Ich habe ein bisschen weniger gebremst, weil in der Zeit, wo ich wieder hier vom Zurückspulen weitergemacht habe, war ich kurze Zeit von der Bremse weg. Deshalb bin ich irgendwie auch außen rum gekommen. Aber innen rum war ja eh kein Platz. Also gerade egal. So, Platz Nummer 3. Alter, 3 Sekunden verbessert. Schon einiges. Sind wir die letzten paar Runden so schlecht gefahren, dass wir hier noch 3 Sekunden gemacht haben. Mal schauen, vielleicht geht noch was. Hier im ersten Abschnitt waren wir ein bisschen langsamer. Aber in den letzten beiden vielleicht auch relativ gut. Aber die besten Zeiten kann ich halt... Oh, guck mal hier, jetzt eine halbe Sekunde. Oh, mies. Weißt du, ist dann mies, Alter. Im Grunde genommen, weiß ich, ich wollte es eigentlich drin lassen, aber die fahren teilweise so kacke. Oh, wo soll ich hier hin? Hier, da, irgendwie so. Keine Ahnung. Also manchmal könnte man die Computergegner so an die Wand klatschen. Jetzt will er wieder kommen hier. Nix da, Kollege. Mein erster Platz. Okay. Ah, ein bisschen rausgekommen. Man, der fährt mir auch so blöd hinten rein. Würde er für mich zurückspulen? Ich denke wohl kaum. So, aber Zwischenzeit ist ein bisschen weggegangen. Wir sind aber noch im grünen Bereich. So, jetzt sind wir aber schön vorne. Jetzt könnten wir mal schön auf Zeit gehen, eigentlich. Und mal schauen, weil wir sind jetzt nicht mehr irgendwie behindert durch andere Fahrer oder so. Deshalb könnte man mal schauen, hier eine schöne Zeit zu machen. Oha. Es kann ja sein, dass ich in der letzten Runde, in den letzten 2 Abschnitten richtig gut war. So wie mir gerade die Zeit immer davon geht. So, einmal hier mal schauen, ob es überhaupt was im Grün wird. Wow, jetzt aber. Ganz schön noch aufgeholt. Okay, und 2,3 Sekunden fast. Hier Vorsprung. Ist eigentlich auch einiges. Ist mir hier, glaube ich, ein bisschen schlecht gefahren. Das war, glaube ich, nicht so gut hier gerade. Ihr müsst doch, glaube ich, ja genau, hier kommt der Abschnitt. So, was sagt er? Oh, über halbe Sekunde hier. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, schauen wir mal in der letzten Runde vielleicht, ob wir da noch irgendwas reißen können. Vor allem hier, Abstand haben wir schon mega aufgebaut. Die Kurve am besten fährt. Das ist immer so eine Frage. Hier auch wieder so ein bisschen an die Korps ran. So, hier, oh, weiter verschlechtert. Wie bin ich das letzte Mal gefahren, hey? Da hatte ich ja eine halbe Sekunde Rückstand in dem ersten Abschnitt und im zweiten dann plötzlich, ich glaube, 800 oder so vorne. Was soll ich überlegen? Das sind ja 1,3 Sekunden, wo wir aufgeholt haben im zweiten Abschnitt. War ich irgendwie mega gut, hatte eine mega gute Linie. Ja. Halten kann ich die Zeit gerade, aber verbessern auch nicht mehr. Ist eine Frage, ob wir noch den Rekord ausbauen können oder nicht. So, die da mega weit weg. 1,135. Okay. Und 5 Sekunden auf Platz 2. 5,5. Was war das gerade? Mega den Strich hingezogen. So,
So, hier wieder natürlich klar Zwischenzeit. Natürlich wieder im roten Bereich. Ja, ich denke, da werden wir nicht mehr was verbessern. Aber wir können trotzdem da versuchen, noch schön hier... Alter! Also ja, eigentlich könnte es reichen. Eigentlich könnte mein Sturz reichen, aber naja, ich gehe doch mal auf Nummer sicher. So kurz vorm Ziel. Guck mal, ich kann nichts machen. Das ist manchmal hier so übel. Ich weiß gar nicht, wie ich da fahren soll. Lass mal drin. Mir egal. Haben immer noch, glaube ich, 1-2 Sekunden Abstand. Aber an der Stelle manchmal... Ich meine, klar kann man sagen, so, du bist jetzt ja 7 Runden lang bist ja vorbeigekommen. Aber gerade an der Stelle... ist schon mega mies. Alter, hier auch wieder ein bisschen gesprungen. Was haben wir denn hier? Abstand. 1,5 bis 2 Sekunden würde ich jetzt mal schätzen. Wobei, so wenig, so viel, ich weiß es nicht. Ja, okay, unter 1,5 werden wird es nicht sein. Ja, 2,5, ja, okay. War dann doch noch einiges an sich. So. Gleich sind wir am Ziel. So, einmal hinein und... ja, schön war das Rennen jetzt auch nicht an sich, aber... nun gut, besser als gar nichts. So, das war's von Italien, von Imola und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reinhauen.